Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Desert Online. In der letzten Folge sind wir ja bei den urzeitlichen Ruinen gewesen und ja, das hat ja nicht so gut funktioniert. Aber ich hoffe mal, dass der Quest jetzt hier, also dass diese 50 Mähne, die wir hier killen sollen, ich meine, das war einer davon, dass es ein bisschen einfacher geht. Ich hoffe es. Ich habe mir jetzt bis jetzt immer noch keine Kombos angeguckt. Und ja. Aber das geht auf jeden Fall hier. Das ist... Ja, das ist ja gut. Den Ochsen oder was auch immer, den hätten wir jetzt nicht töten müssen. Aber wenn er schon in der Schusslinie steht... Gut, das wollte ich eigentlich... Nein. Wir jetzt locker fertig hier. Und diese Ochsen, warum sind die hier? Wenn es überhaupt Ochsen sind, ich habe jetzt nicht auf den Namen geguckt. Also die Mähen sind menschliche oder humanoide Hyänen, wenn man so will. Also. Und da haben wir schon den ersten auf Stufe C freigeschalten. Geil. Weil das Wissen braucht man, ich weiß, das habe ich bestimmt schon mal erklärt. In den über 5 Folgen. Die Wissen braucht man, um die Energie, mehr Energie zu haben. Und ja. Und umso mehr Stufen, also umso höher die Stufe ist, also wenn die jetzt auf Beispiel auf C, wenn die auf S ist, also die höchste Stufe, und schon einmal Energie erhöht. Ich sag mal. Wie, das war's schon? Das war's schon? Okay. Und dann brauchen wir noch die da. Ach nö, nicht dann wieder. Ach nee, das kriege ich doch wieder. Warum? Ich brauche bessere Rüstung, ey. Das kostet zu viel. Nein, ich, keine Ahnung, mal gucken. Ach Mann. Aber es sind nur 15 Stück. Es sind ja nur 15 Stück. Vielleicht. Geht das besser? Oh, die hat nur 1 HP. Okay, also wenn man sein Pferd herbeiholt, hat es nur noch 1 HP. Okay, gut zu wissen. Warum auch immer. Preparing horse feed is just a start. Ha. Warte mal, ist das jetzt schon... Ne? There is a load of work to do for a horse. Also einmal ist es ja gestorben, genau. Gut. Also ist es nicht gestorben, gut. Ich habe mir schon gedacht, jetzt hole ich es zurück und dann stirbt es dann nochmal. Ich weiß nicht mehr, ob das, was das bringt. Ich meine, man kriegt mehr, ich denke mal, mehr Geld, wenn man es verkauft, also wenn es nicht gestorben ist, aber sonst habe ich keine Ahnung, was das macht, wenn es stirbt. Also, dass dieser Zähler da hochgeht, keine Ahnung. Wenn das jemand weiß, kann es mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben. Ja, gut. Auf dahin. Dann lassen wir das Pferd mal hier stehen und wir gehen querfeldein, weil ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Die man killen muss. Weil das sind jetzt, glaube ich, ja, genau, ein paar, also nicht alle. Okay, kommen sie jetzt zu mir? Oh, jetzt kommen sie mir. Was?
Kannst du jetzt schon wieder zurücknehmen, ne? Aber ich glaube, wenn ich länger brauche, dann haut's ab. Okay, also von denen brauche ich 15 Stück. Rasendes Skelett, das ist jetzt nicht so schnell, würde ich sagen. Yay. Und dann brauchen wir noch, ich weiß nicht mehr, was dann. Okay, den anderen brauchen wir nicht, aber jetzt ist er schon mal hier. Hier ist ein Hund. Das will der Hund von mir. Ich will nicht. Ja, jetzt hauen sie schon. Okay, es dauert zu lang. Ich muss da rein. Aber ich muss da gar nicht rein. Nimm mal den hier. Ich meine, es dauert zwar lange, aber wir haben es wenigstens ohne Probleme. Hoffe ich. Nur bei dem anderen. Scrollskelett, das glaube ich wird nicht so schwer. Wird sehr schwer. Jedenfalls mit dem, was ich im Moment im Jetzt hat er schon wieder ab, okay. Nehmen wir den hier, so. Genau das hier machen wir jetzt einfach nur 15 Mal und dann haben wir es doch. Der hört immer noch ab. Wie sind die immun dagegen, ne? Das kommt schon. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt immer auf den Olvia-Servern EP bekomme, weil die haben, glaube ich, irgendwas geändert. Ich weiß aber jetzt nicht. Oder ist das erst so Level 59? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 59 war das Level. Ich weiß nicht. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was sie da geändert haben. War gar nicht, aber gut. Oder? Die Blätter sind im Weg. Da haben wir schon 8. Ich bin gespannt, wen wir dann. Welche von denen da drin wir dann noch machen müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier mehr Schaden macht als diese Explosivpfeile da, oder? Der hat sich im Busch versteckt. Was ist denn da los? Der hat sich einfach mal im Busch versteckt.
Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Immer wieder gut. Und der haut schon wieder ab. Die hauen alle schon wieder ab, oder was? Nee. Mann. Ja, übertreib. Was macht, ist er gerade neu gespawnt? Ja, ja. Ja, betreib. Wieso folgt der mir jetzt immer noch? Weißt du? Die ganze Zeit über hauen die immer sofort ab und jetzt auf einmal, ja, start mal hier. Der wird gleich abhauen, der Große. Na, da haut er schon ab. Da haut er schon ab. Jetzt habe ich nicht so weit von denen hier weggehen, sonst hauen die mir auch ab. So, wenn der jetzt tot ist, sehen wir, wen ich noch killen muss. Drei Stück. Wie sind das? Wieder? Das sind die, die auf dem Boden sind, einfach nur. Oh nö, ernsthaft? Einfach nur die da. Der Bogenschütze hat mich. Der Bogenschütze! Das wären zwei, okay. Irgendwie geht das dann doch. Irgendwie mogel ich mich hier durch das Spiel durch. Irgendwie packe ich das. Irgendwie. Oh Mann, ey. So. Dann müssen wir wohl wieder zurück. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Ich meine, wenn man auch nur ganz vorsichtig reingeht, dann kriegt man das auch hin. Ich meine, nee, warte. Ich hab jetzt 134 AK. Nein, du sollst das Pferd nehmen. Also genau, Map. Hier steht, man braucht 100 bis 180. Also eigentlich habe ich ja genug Angriffskraft. Aber anscheinend dann nicht. Ja. Also man braucht doppelt so viel, damit man genug, damit sie halt sterben. Schnell. Ja, das ist, ja. Ist halt so, ne?
So. Wir sind wieder da. Ich bin sicher, euer Verstand wird euch eines Tages die Erleuchtung bringen. Ja, vielleicht. Wie hartnäckig. Ich glaube, ich habe eure Qualitäten ausreichend beurteilt. Wunderbar, ihr seid wahrlich einer von uns. Sehr gut, ihr habt alle Prüfungen bestanden. Ihr dürft euch eine Nachfrage des Elfenschwerts und seiner Macht nennen. Yay. Da ihr nun als Nachfahrerin des Elfenschwerts anerkannt seid, müsst ihr euch Kammersilf präsentieren. Der Baum hier wurde aus einem Ast des heiligen Baumes in Kammersilfia gepflanzt, um Media zu reinigen. Er ist noch jung, aber er wird eure Botschaft mit dem heiligen Baum teilen. Werdet eins mit ihm und stellt euch eurer Vergangenheit. Okay. Oh, okay. Wo? Hier mit dem einfach reden, oder wie? Es ist ein Baum, der vom Kammersilfia nach Havia. Ja gut, das haben wir gerade gelesen. Oder hat sie gerade gesagt. Mit dem jungen Kammersilf reden. Du hast den Baum höflich begrüßt. Du kannst die freundliche Antwort des Baums spüren. Yay! Schön. Es liegt nun an euch, Kammersilf zu schützen und ein neues Zeitalter einzuläuten. Ich habe etwas für euren Neubeginn vorbereitet. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Er versucht, die neuen Talente mit denen zu verbinden, die ihr bereits beherrscht. Verwendet das Elfenschwert nach was? Wendet das Elfenschwert nach Windladung an. Achso, ja. Also so. Geht das jetzt? Nein. Was soll ich jetzt? Shift? So. Okay. C. Hallo? Ich soll zählen, es geht. Hä? Ich kann nichts, es geht nicht. C. Jetzt habe ich V gedrückt, obwohl ich C drücken wollte. Ja, gut. Hallo. Hä? Also ich sollte vielleicht auch mal das Schwert ausrüsten, ne? Ich sollte das Schwert auch ausrüsten. Sonst geht's nicht. Also, ernsthaft. Man kann dann jetzt immer zwischen hin und her wechseln. Schön. Wunderbar, eure Kontrolle wird immer besser. Ich werde euch kaltherzige Klinge beibringen. Okay. Lebt im Einklang mit der Natur und fügt euch der Vorhersehung. Das hat sie, glaube ich, immer gesagt. Wollt ihr Kombos für Fortgeschrittene erlernen mit den Talenten, die ich euch gerade beigebracht habe? Versuchen wir eine andere Reihenfolge. Führt einen Rundtritt aus, zieht das Elfenschwert und nutzt kaltherzige Klinge. Ich werde ein Geschenk für euch vorbereiten, während ich warte. Okay. Also. Jetzt soll ich F. Ne, warte. So. F. C. Achso, ne, S und linke Maus. Also. Ah. Okay. Gut. Ich habe Menschen kommen und gehen sehen, aber selten sind die Nachfahren so stark und würdig. Ich bin davon überzeugt, dass ihr in Zukunft eine große Hilfe für Kammersilfia sein werdet. Vergesst nicht, dass ihr die Balance zwischen Kontrolle und Harmonie finden müsst. Lasst ihr euch zu weit in eine Richtung ziehen, wird es euch das früher oder später zerstören. Hoffentlich habt ihr das in unserer Vergangenheit gesehen. Geht und findet euren eigenen Weg. Lasst eure Reise strahlen wie die Zweige, die von den Sonnenstrahlen umarmt werden. Okay. Ist das jetzt fertig?
Anscheinend schon. Gut. Jetzt können wir. Jetzt müssen wir schon passieren jetzt. Okay. Ja. Nicht schlecht. Jetzt hat die da. Ah gut, man kann. Jetzt hat der Bogen. Der Bogen ist dann einfach weg. Also der verschwindet einfach. Nicht viel gut. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge gehen wir wieder zurück nach Dings. Nach. Wie heißt der Ort jetzt? Tarif. Der zum Tarif. Also, warum fällt mir das Wort nicht ein? Wir gehen dann nach Tarif, öffnen diese Kiste, damit wir mal dem Hauptquest weiterkommen. Und dann sage ich mal danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.